Hallo zum heutigen Webinar. Ich habe gerade noch ein bisschen Kameraprobleme. Der Kollege kümmert sich drum. Willkommen. Neue Trends bei der Außenbereichsverklebung heißt unser heutiges Webinar. Ja, Sommerloch ist es nicht. Also ist auch kein Sommerlochsthema. Es ist ein sehr interessantes Thema. Neue Trends bei der Verklebung im Außenbereich. Wie immer bei unseren Webinaren, einen Teil machen wir hier am Bildschirm. Und wenn die Kamera auch wieder läuft, gehen wir dann auch wieder rüber. Jawohl, jetzt bin ich da. Danke, Othello. Dann gehen wir auch wieder rüber zu unserem anwendungstechnischen Tisch und zeigen das ein oder andere Produkt auch live vor. Ja, Othello ist wieder hinter der Kamera und wird Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben. Entweder stellt ihr sie durch zu mir oder geht eben, beantwortet sie eben direkt. Ja, Trends bei der Außenbereichsverklebung, neue Trends. Das heißt, wir müssen aber erst mal schauen, was waren denn alte Trends oder wo kommt denn die Klebstoffentwicklung her? Deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen mal eine Historie aufgezeigt, wo wir denn herkommen bei der Natursteinverklebung. Also ein historischer Rückblick. Ganz früher ist, also da sind wir schon bei über 100 oder mehr Jahren, wurde klassisch einfach vermörtelt, wenn man Steinverklebungen ankommt oder mit Lehmmörtel sogar, also noch älter. Also das war so die Historie. Dann nach der industriellen Revolution kamen eben diese ganzen synthetischen Harze aus dem Erdöl auf den Markt, wurden entwickelt, synthetisiert. Und Anfang der 1940er, 50er kamen eben diese ungesättigten Polyesterharze auf den Markt. Und das war auch einer der ersten Tankzüge von der Firma Bayer übrigens, die den damals entwickelt haben. Einer der ersten Tankzüge ist bei unserem Gründer, dem Herrn Hönsch, damals auch auf den Hof gefahren. Und der hat dann hier diesen Marmorkit daraus entwickelt, den wir alle so gut kennen. Polyesterharze waren Meilenstein damals. Ja. Klassischer Mörtel, Zementmörtel hatten natürlich ja, einige Nachteile. Dauert sehr lang, bis es aushärtet, hat eine sehr dicke Klebeschicht. Und ab diesen Polyesterharzen oder dem Marmorkit war es dann eben möglich, wirklich absolut dünn zu verkleben. Also da sind wir bei Millimeter und dünner, konnte man Stein mit Stein verkleben. Sehr, sehr schnell. Das heißt, nach 20, 30, vielleicht 40 Minuten maximal waren diese Verklebungen steinhart. Und man hat eben einen wirklich kraftschlüssigen Verbund geschaffen. Also Klebekräfte, die bis dahin nicht möglich waren mit klassischen Mörtelsystemen. Also das war ein Meilenstein. Wo kam das dann zum Einsatz? Hier bei den Abu Simbel Tempeln, natürlich nicht beim Bau, ja, der war ein paar tausend Jahre vorher, aber als dann Ägypten angefangen hat, den Nil aufzustauen, um da einen Stausee oder Staudamm zu bilden, den Aswan-Damm, war dieser Tempel im Staubecken und oder wäre gewesen und deswegen wurde er versetzt. Also der wurde zersägt 1963 und dann den Berg hinauf transportiert und 1968 dann wieder zusammengebaut, zusammengeklebt und damals eben mit unserem Archemy Marmor-Kit. Also das war so ein bisschen dieses erste Prestigeprojekt, was damals mit diesem Polyesterkleber gemacht wurde, diese Abu Simbel-Tempel wieder kraftschlüssig zu verkleben. Polyester kommt immer noch zum Einsatz, wird immer noch heutzutage verwendet, jetzt aber mehr zum Spachteln, Risse füllen, ausbessern ein bisschen. Da kommt er zum Einsatz und eben klassisch auch auf der Linie. Also wenn ich sage, ich mache Fliesenplatten, Fensterbänke, all diese Materialien haben ja im Endeffekt kleine Fehlstellen, kleine Löcher. Da werden solche Spachtelmassen, Kittmassen auf Polyesterbasis eben verwendet zum Porenfüllen zum Beispiel. Vorteil natürlich, hier kann er wieder seine Geschwindigkeit ausspielen, der Polyesterkleber. Das heißt, auf der Linie, ich kann online weiterarbeiten, ich fülle hier die Löcher, ich spachtel die Platten. Ja, ich baue dann später vielleicht noch einen Ofen über die Anlage. Das heißt, ich erhitze den Stein oder den Kit auch auf 40, 50 Grad, dann härtet er noch schneller durch, teilweise in 5 bis 10 Minuten. Und ich kann praktisch online auf der Straße gleich schleifen und polieren und bekomme fertig hinten meine Fensterbank, meine Fliese, meine Natursteinplatte fertig gespachtelt, geschliffen und poliert raus. Das sind so die historischen Rückblicke von den Polyesterklebern. Die hatten dann eben, wie gesagt, man hat sie lang verwendet. Dann ist man aber über die Jahre dazugekommen, es gibt so die ein, zwei Nachteile von diesen Klebern. Und einer ist eben, dass sie gerade bei Frosttau
belasteten Verklebungen, ja, wie wir sie ja doch im mittel- und nordeuropäischen Raum doch einige haben, in Kombination dann auch noch mit Feuchtigkeit, doch, ich sage mal, zu Schwächen im Klebeverbund kam. Und da hat man gesagt, da muss man dann reagieren, wenn man wirklich weiterhin kraftschlüssig im Außenbereich kleben will. Die chemische Entwicklung hat sich ja auch, ist ja auch fortgeschritten. Und dann kam eben die Epoxidharze auf den Markt in den Anfang der 80er, 1980er. Also vorher, die wurden zwar schon entwickelt, bisschen vorher, aber dann wirklich in der Natursteinindustrie kamen sie dann in den 1980ern an. Mit den klassischen Resinierharzen von den Rohplatten, aber eben auch wirklich mit echten Konstruktionsklebern. Wie man hier sieht, den Arkebox 2030 ist ja einer unserer bekanntesten Produkte und einer der bekanntesten Vertreter dieser Gattung. Ja, und was sind eben die Vorteile? Wie schon gesagt, sie sind absolut witterungsbeständig, frosttaubeständig und haben dann dazu noch eine extrem hohe Haftkraft. Also wesentlich höher wie Polyester, liegt auch ein bisschen was mit der Geschwindigkeit zusammen. Sie haben längere offene Zeiten, sie können länger und tiefer ins Material immigrieren, einpenetrieren und damit dann natürlich riesige Haftwerte erzeugen. Und dann an sich das Klebesystem ist natürlich frosttaubeständig. Und das sind eben diese Vorteile. Und wo kommen die dann zum Einsatz? Natürlich bei massiven konstruktiven Verklebungen, wie zum Beispiel, komme ich gleich dazu, jetzt bin ich vorweggeschritten, jetzt spreche ich nochmal den Arkebox dann. Also einer der bekanntesten Vertreter ist unsere 2000er-Linie. Also einmal 2020, 2030 und 2040. Unterscheiden sich von den Klebeeigenschaften eigentlich nicht, unterscheiden sich nur in der Konsistenz, dickflüssig, cremig oder dann eben pastös. Es kommt ein bisschen auf die Anwendung an, wo man dann eben hin möchte und was man machen möchte. Von den Verarbeitungszeiten sind sie alle ähnlich, haben sehr lange offene Zeiten eben und dann auch entsprechend lange Aushärtezeiten. So, jetzt kommen wir aber zu meiner Folie. Bei was verwendet man es an? Bei massiven, witterungsbeständigen, konstruktiven Verklebungen, wie zum Beispiel hier bei diesem Museum Andersdrom in Antwerpen. Diese Fassade schaut wunderbar aus. Roten indischen Sandstein und es schaut auch wirklich nach so Massivbauteilen aus, ist aber eigentlich alles verklebt. Also diese ganzen Platten hier, diese Platten sind auf Gärung verklebt, haben natürlich jetzt eine Massivoptik, sind aber, wie gesagt, nicht ganz so stark. Und dafür braucht man natürlich dann wirklich einen absolut witterungsbeständigen Konstruktionskleber, der eben auch dauerhaft frosttaubeständig und witterungsstabil ist. Wir waren im letzten Jahr, waren wir nochmal vor Ort, da haben wir uns das Objekt nochmal angeschaut. Natürlich steht es noch. Und man sieht hier einfach nochmal, wir wollten einfach nochmal diese Verklebungen aus der nochmal begutachten. Und man sieht, also diese Gärungsverklebungen wurden hier getätigt. Man sieht hier auch noch den Kleber ein bisschen. Arkebox 2030, Ziegelrot wurde damals verwendet, weil einfach die Farbe auch perfekt zu diesem Sandstein schon gepasst hat. Also das Produkt haben wir auch schon vorgefärbt in dieser Farbe vorrätig. Ja, das ist ein Beispiel, ein Museum für eine Massivbauweise, wo man eben diese Epoxidharze zum Einsatz bringt. Ein anderes Beispiel ist diese Pagode aus Vietnam. Ich glaube, ich habe die Anfang des Jahres oder letztes Jahr schon mal gezeigt. Das ist auch ein Beispiel oder ein sehr schönes Exemplar von Massivbauweise und Verklebung, weil diese Pagode besteht nur aus Stein. Hier ist kein Betonkern mit einer Steinfassade oder Verkleidung. Hier ist nichts hinterlüftet oder mit Metallaufhängung, sondern das ist wirklich Stein pur. Und der ist dann nur zusammengesetzt und mit unserem Arkebox 2040, also der pastösen Variante von der 2000er Linie, einfach nur kraftschlüssig verklebt. Man sieht hier das Dach, also diese Ziegeln. Und wenn man ein bisschen näher sieht, es sind keine Ziegeln, sondern das sind wirklich massive aus einem Stück Stein oder Block rausgeschnittene, rausgefräste Natursteinziegeln. Und dieses gesamte Dach wird dann natürlich dann verhoben und am Schluss dann verklebt. Bitte nicht irritieren lassen, ja, das hat nichts mit der Statik zu tun, sondern das sind einfach nur Transportanker, die da eben auch mit dem Arkebox 2040 eingeklebt wurden. Ja, also diese Epoxidharze haben auch noch den Vorteil, dass sie nicht nur Stein mit Stein verkleben konnten, sondern ab da war es dann auch möglich, Stein mit Metall, Stein mit Holz oder Glas zu verkleben. Und hier wurden eben diese Gewindehülsen eingeklebt mit Arkebox 2040. Da kamen dann Gewindestangen rein und die haben dann dieses gesamte Bauteil dann verhoben, weil man kann sich vorstellen, diese massive Blöcke, da kommen wir schon auf mehrere tausend Kilo pro Bauteil und die muss man dann entsprechend verheben. Hier sieht man auch nochmal so ein Teil, so ein Grundteil und hier so ein
Teil, also allein das, schätze ich mal, wird fast eine Tonne wiegen und die sind dann entsprechend verhoben worden und dann nur mit dem Archipox 2040 kraftschlüssig verklebt. Gut, das waren natürlich jetzt alles große öffentliche Bauten, Tempel, Museen. Wo ist hier der Trend hin zu privaten Bauprojekten oder wo können wir hier einen Trend erkennen in den letzten Jahren? Es ging schon ein bisschen vor Corona los, dass die Leute angefangen haben, mehr in ihr Eigenheim, in ihre Gärten, Küchen zu investieren und da dann aber auch wirklich massiv Optiken zu generieren. Und wie erzeugt man massiv Optiken am besten? Indem man natürlich massiv baut, ja, und nicht nur kaschiert. Und da ist natürlich ein super Beispiel dieses Schwimmbad hier. Das sind wirklich vier Naturstein, ja, Platten, ist vielleicht fast zu klein schon. Das sind 8 Meter lange Massivbauteile, 1,50 Meter hoch und ungefähr 20 Zentimeter stark. Und die wurden hier versetzt für einen Swimmingpool, einen Massivbau-Swimmingpool und wurden ausschließlich mit Archipox verklebt. Braucht man natürlich entsprechend viel Kleber, den man dann auch relativ zügig auf die Oberfläche aufbringen muss. Und dafür haben wir den dann hier mit Pneumatikpistolen aufgetragen, dann mit einer entsprechenden Zahnung verstrichen. Ich glaube, das war eine 6 mm Zahnung damals. Warum so dick? Der Kleber bräuchte nicht zu viel, also der würde auch mit 1 mm eben auskommen und hätte eine Bombenhaftung. Aber Sie können sich vorstellen, dass solche großen Massivbauteile, dass man die dann nicht wirklich auf dem letzten Millimeter exakt fräsen oder herstellen und dann vor allem versetzen kann. Das heißt, ich habe da natürlich dann immer ein paar Millimeter Versatz wahrscheinlich drin später und den muss ich natürlich dann auch schließen, weil der Kleber hier nicht bloß ein konstruktiver Kleber ist zum Zusammenkleben, sondern er musste hier ja auch entsprechend Dichteigenschaften erfüllen, dass eben das Wasser aus diesem Pool nicht abfließen kann. Von innen sieht dann dieser Pool so aus. Also man sieht, das waren wirklich nur vier Teile, ja, zwei lange Seitenteile, jeweils 8 Meter, glaube ich, waren sie, und dann knapp 4 Meter Front- und Rückteile. Und wenn der Pool dann fertig verklebt, eingelassen und umhaust ist, sieht er dann so aus. Also ein wunderschönes Objekt. Und das ist so ein Trend, den wir in den letzten Jahren erkannt haben, dass man ein bisschen mehr ins Eigenheim investiert, durch Corona natürlich noch verstärkt, durch diesen Cocooning-Effekt, dass man sagt, man investiert einfach mehr, ist mehr zu Hause, Homeoffice, möchte da mehr tun. Ja, das war jetzt ein Trend, den wir vom Epoxidharz kleben, Massivbauteile, die hier verklebt wurden. Wenn wir jetzt wieder zurück zu unserer Zeitachse gehen, was war der nächste Schritt bei der Klebstoffentwicklung im Natursteinbereich? Waren dann die MS-Polymere, die so Anfang der 2000er aufkamen. War natürlich auch hier schon, kamen sie vorher, wurden sie von der chemischen Industrie entwickelt, aber für Naturstein geeignet gemacht war eben erst ab 2000er, weil klassische MS-Polymere haben halt das Problem, dass wenn ich die beim Naturstein verwende, kann es eben zu Randzonenverfärbungen, Durchschlagen kommen, weil eben gewisse Zuschlagstoffe wie Weichmacher etc. in diesen Klebstoffsystemen sind, die nicht Naturstein geeignet sind. Aber Anfang der 2000er war das eben möglich, dass man dann mit MS-Polymeren entsprechende Projekte bauen kann. Was ist jetzt der Vorteil von diesen MS-Polymeren? Warum brauche ich die? Der Vorteil ist, das sind Klebedichtstoffe, das heißt, die werden immer ein Teil elastisch bleiben oder flexibel bleiben, brauche ich, wenn ich zwei verschiedene Materialien großflächig miteinander verkleben möchte. Zum Beispiel hier diese Edelstahltreppe, auf die ich dann diese Natursteinplatten aufkleben möchte. Und wenn ich das jetzt im Außenbereich habe, wo ich entsprechende Temperatureinflüsse habe, Temperaturschwankungen, die Sonne scheint drauf, 40, 50 Grad, der Stein erhitzt sich, das Metall erhitzt sich, da habe ich natürlich dann Spannungen im System. Das Metall dehnt sich aus. Wenn ich das jetzt starr verkleben würde mit dem Epoxidharz, der durchaus diese Haftung hat auf dem Metall, aber dann habe ich eben einen starren Verbund und wenn sich von diesen zwei Materialien eins mehr ausdehnt wie das andere, dann kommt es bei dem anderen eben oder kann es zur Sprengung oder Abplatzung kommen. Um dem zu entgehen, MS-Klebedichtstoff. Ja, so schaut er aus. Ist wie eine Silikonkartusche im Endeffekt. Kann man verwenden, also mit einer Silikonpistole, ist ein einkomponentiger geruchsloser Kleber, luftfeuchtigkeitshärtend und ist eben für diese dauerelastischen Verklebungen perfekt geeignet. Und zwar nicht nur von Natur und Kunststein oder Keramik, sondern eben, wie gesagt, für Holz, Metall, auf Grundierungen und Lacken. Also der hält eigentlich fast überall und er ist auch noch überlackierbar oder
überstreichbar. Das heißt, der kommt zum Einsatz, wenn ich jetzt irgendwo auch noch eine Verklebung habe, die vielleicht optisch sichtbar ist und ich möchte das dann am Schluss farblich anpassen. Der ist überstreichbar. Ja, ein Beispiel nochmal, wo er zum Einsatz kam. Man sieht hier, ich gehe jetzt gleich zur Anwendung. Ja, für die Leute, die sagen, Moment, hör, heute redet er aber viel. Normal wechseln wir ein bisschen öfters. Ich bin jetzt gleich bei der Anwendung. Durch diese Zeitachse haben wir am Anfang heute ein bisschen mehr Theorie. Aber dann keine Angst, wir kommen gleich zur Praxis. Ja, also hier haben wir diese kleine Kapelle noch als Modell. Und das ist auch komplett aus Massivbauteilen erstellt, verklebt. Aber hier musste eben noch zusätzlich verankert bzw. verdübelt werden. Warum, erzähle ich später. Hier sieht man diese Bauteile, also das sind schon ganz schöne Kavenzmänner. Hier werden sie getrocknet, also die Klebestellen vorbereitet und dann wird hier eben der MS-Klebedichtstoff bereit gemacht und kommt dann für die elastische Verklebung von diesen Metallankern hier zum Einsatz. Also diese Metallanker werden eingeklebt und da macht es natürlich Sinn, die elastisch zu verkleben, weil man kann sich vorstellen, wenn die auf Passung da drin stecken oder fast auf Passung, sind auch noch starr verklebt. Ich bekomme Hitze auf den Stein, der gibt es irgendwann an das Metall weiter. Das Metall will sich ausdehnen, der Stein bewegt sich nicht, es entstehen gewisse Kräfte im System und dann kann es eben zu Sprengungen kommen. Deswegen, wenn man das mit einem teilelastischen Kleber wie diesen MS-Klebedichtstoff verklebt, der fängt diese Spannungen und diese Bewegungen ab. Die Fläche ist natürlich dann wieder mit einem Epoxidharz verklebt. Ja, die Stein mit Steinverklebung, da habe ich ja keinerlei Probleme. Da nehme ich unseren Arkepox 5010 in dem Fall Colored und verklebe dann eben meine Massivbauteile. Verspanze hier, vergurte sie, warte, bis die ausgehärtet sind. Ja, ich glaube, hier wurde 1-2 Tage gewartet, bis das wirklich komplett durchgehärtet ist. Und dann wurden diese Teile eben mit dem Kran im kompletten verhoben und versetzt. Und deswegen war hier auch die Verdübelung wichtig. Also hier war ein Dübel drin und hier hinten. Weil man einfach sagt, wenn ich die Dinger jetzt im einen Stück transportiere und verheben möchte, ja, der Kleber kann noch so gut halten. Irgendwo brauche ich hier auch eine Transportsicherung noch. Und deswegen waren die Metallanker mit drin. Und die dann eben, dass man da auch keine Spannung bekommt, sind dann eben mit dem MS-Klebedichtstoff verklebt worden. Und man sieht hier, es war im Endeffekt dann 3 Fertigteile. Einmal das Dach. Und die Mauern außenrum waren aus 2 Teilen zusammengefertigt. Man sieht auch hier nochmal ein bisschen diese Dübel, ja, hier und hier, wo es dann aufgesetzt wurde. Ja, fertig sieht es dann so aus. Wunderschöne kleine Kapelle, wiegt, glaube ich, ich weiß es gar nicht, 8 Tonnen oder sowas. Also das ist schon ein bisschen ein Gewicht, was da verhoben wurde und verklebt wurde. Ist hier in der Gegend von Nürnberg, also im Frankenland, wenn man hier mal in der Gegend ist. Kommt vorbei, sagt uns Bescheid, wir können euch sagen, wo diese Kapelle steht. Schönes Bauteil, alles massiv verklebt und verdübelt. So, jetzt aber, Otello, jetzt gehen wir rüber zu unserem Anwendungstisch. So, jetzt sind wir hier. Hier haben wir unseren MS-Klebedichtstoff, so schaut er aus, 1-Komponenten-Kartusche. Ich werde ihn jetzt mal auspressen, dass ihr einfach seht, wie er sich verhält. Ist ein, wie gesagt, 1-Komponentensystem. Kommt eine klassische Mischdüse drauf, wie beim Silikon. Ich würde hier trotzdem bloß empfehlen, weil er einfach, also eben nicht bloß ein Dichtstoff, sondern ein Klebedichtstoff ist, ist der einfach ein bisschen fester. Und deswegen würde ich empfehlen, hier die Spitze einfach ein bisschen abzuschneiden, dass ich da auch geschmeidig dann den Kleber auspressen kann. Also hier, sage ich mal, so ein 5 mm offenes Loch oder ein bisschen größer, dann bin ich hier optimal und kann entsprechend jetzt den Kleber auspressen. Ich ziehe jetzt hier mal eine Bahn und man sieht auch, ja, wie schön geschmeidig der rauskommt. Also lässt sich wunderbar verpressen und verarbeiten. Voilà, ist jetzt unscharf geworden. Genau, hier bin ich wieder. Also, und er lässt sich auch pressen bis auf 0. Theoretisch lässt er sich sogar glätten. Also es ist sehr geschmeidig. Ich kann es hier auch auf 0 pressen. Also wirklich ist wieder unscharf. Schau mal, wo bleibt man? Hier ist meine Hand. Ist wieder scharf. Ich lege mal was hin. Vielleicht mal hier. Da kann er fokussieren. Genau. So, also, der lässt sich wunderbar platt verpressen. Und das ist auch wichtig, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel
größere Bauteile miteinander verpressen möchte oder verkleben möchte, wie ich sage mal eine große Metalltafel, die ich auf einen Naturstein kleben will, oder wie bei diesen Treppen, die wir vorhin gesehen haben, wo ich diesen Metallrahmen habe, wo ich dann später den Naturstein draufkleben will. Da muss der natürlich passen und ich möchte den so plan wie möglich pressen können. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, er ist luftfeuchtigkeitshärtend. Das heißt, ich brauche immer einen Zugang zur Luft. Ja? Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Muster, wo wir verschiedene Materialien miteinander verklebt haben. Was jetzt vielleicht noch beim Naturstein und Holz relativ einfach ist, weil das ist alles ist Naturprodukte, die haben Poren, die haben Kapillaren. Da bekomme ich auch eine Luftdurchströmung nach und nach und Feuchtigkeit, die ans Substrat kommt. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, Aluminium, Glas oder sowas miteinander verkleben möchte, da zieht ja nichts durch. Und da empfehlen wir dann immer, dass man zwei so Stränge zieht und dann das Bauteil draufpresst, dass man dann einfach hier in der Mitte einfach nochmal ein bisschen Luftdurchströmung hat, dass dann auch von der Luftfeuchtigkeit ein bisschen ins Material einziehen kann und so dann diesen Härteprozess praktisch auslöst. Ihr könnt es jetzt auch von hier oben sehen. Also es lässt sich wirklich eigentlich auf Null pressen, dieser MS-Klebedichtstoff. Das heißt, da habe ich keinerlei Probleme. Die Haftung reicht auch vollkommen aus, auch wenn ich es nicht vollflächig mache. Ne? Zwei Streifen, wir empfehlen immer, wenn man auch bei größeren Bauteilen alle 5 cm, wenn es jetzt leichte Bauteile sind, kann man vielleicht auch alle 10 cm so einen Streifen ziehen und dann eben ordentlich verpressen. So, jetzt, wenn jetzt jemand an Klebedichtstoff denkt, der noch elastisch bleibt oder teilelastisch, dann sagt er, ja gut, aber ich möchte jetzt nicht, dass hier mir meine Bauteile rumschlottern oder wackeln. Also keine Angst. So weich ist er dann nicht. Ja, also ich kann hier vielleicht, kann man sehen, ich kann hier schon ein bisschen, machen wir es mal so, oder? Ich kann hier schon ein bisschen reinpressen, aber auch nicht wirklich. Also tief komme ich nicht und es noch besser sieht man es jetzt hier bei diesem, ja, bei einmal diesem Gewindestange und hier bei diesem Grabsteindübel, den wir hier eingeklebt haben. Also wenn ich hier versuche, das auseinanderzubiegen oder zusammenzupressen. Ich kann es auch nochmal hier in der Kamera zeigen. Also es bewegt sich eigentlich hier nichts. Ja, da bin ich nicht oft genug im Fitnessstudio, um hier irgendwie was zu bewegen. Also keine Angst, hier schlottert nichts rum. Das ist wirklich ein Kleber, aber er ist eben elastisch genug, um eine Ausdehnung vom Material, vom Stahl abzufangen, damit es eben nicht an den Stein übertragen wird, um dann irgendwie zu Sprengungen oder Abplatzungen zu führen. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Othello, haben wir Fragen? Hallo zusammen, erstmal ja. Also eine Frage von einem Zuschauer hat gefragt, wie schnell reagiert das Produkt aus? Okay, beim Klebedichtstoff haben wir zwei Parameter. Einmal haben wir die Hautbildungszeit, das heißt, ab wann ist dieser Kleber oberflächlich trocken und klebt nicht mehr und zieht Fäden. Da sind wir ungefähr bei 15 Minuten. Wenn es natürlich ein bisschen luftfeuchter ist, geht es wahrscheinlich einen Ticken schneller und ein bisschen wärmer ist. Aber das ist so dieser erste Parameter. Und ansonsten härten MS-Klebedichtstoff, also der auf jeden Fall, ähnlich wie ein Silikon. Das heißt, ungefähr 3 mm pro 24 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine 5 mm Bahn habe, ja, dann härtet der mir in 1,5 Tagen ungefähr durch. Ja, von 3 mm von beiden Seiten wahrscheinlich oder wahrscheinlich sogar schneller. Und dann bin ich hier bei 1 bis 2 Tagen, ist er komplett durchgehärtet. Der hat natürlich schon von Anfang an eine gewisse Haftung, einen gewissen Tack, aber so sind ungefähr diese Verarbeitungszeiten. Ja? Also ich würde jetzt nicht am direkt selben Tag belasten, nächster Tag oder 2 Tage später ist es dann auf jeden Fall soweit, dass wenn ich jetzt so eine Bahn mit 5 bis 10 Millimetern aufgezogen habe, dass ich da eigentlich sicher bin, dass das durchgehärtet ist. So, noch Keine Fragen? weiteren Fragen, Johannes. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu unserer Theorie. So, dann gehen wir ein bisschen weiter in unserer Geschichte. Ja, jetzt haben wir mit den Epoxidharzen verklebt, jetzt haben wir mit MS-Polymere verklebt. Funktioniert alles wunderbar. Wir haben keinerlei Probleme mehr mit irgendwelchen konstruktiven Verklebungen. Das ist alles gelöst. Ein Nachteil gibt es jetzt noch oder ein Problem gibt es jetzt noch, und zwar die UV-Beständigkeit der Kleber. Kein Kleber, also kein Polyester, kein Epoxidharz ist dauerhaft UV-beständig.
Die MS-Polymere sind ja eh, sage ich mal, mehr im Hintergrund oder bei solchen Verdübelungen zu sehen. Das heißt, die sehe ich oftmals nicht. Aber eben die Epoxidharze sind doch bei Ausplatzungen, Spachtelungen oder Sichtverklebungen zu sehen. Ich kann sie zwar farblich anpassen, aber über die Zeit, über die Monate, über die Jahre haben sie dann alle irgendwann eine Vergilbung erlebt. Hat nichts zu tun mit der Kraftschlüssigkeit. Also die konstruktiven Fähigkeiten bleiben erhalten, die werden nicht durch das UV-Licht angegriffen, aber eben die Optik. Und in den Anfang der 2010er sind dann Polyurethansysteme oder besser gesagt UV-stabile Polyurethansysteme auf den Markt gekommen. PU, auch das wieder, ist jetzt keine Erfindung der 2000er Jahre, sondern gibt es schon ein bisschen länger, aber eben Naturstein geeignete und vor allem UV-stabile Systeme gibt es Anfang der 2010er Jahre. Bei uns ist es diese Everclear-Linie. Ja, warum brauche ich das? Ganz einfach, man sieht hier Natursteinfassade, hier war Firmenschilder angebracht, die waren verdübelt, die Firma ist ausgezogen, Besitzerwechsel, man möchte einfach bloß andere Buchstaben anbringen. Ja, diese Löcher mussten verspachtelt werden, wurden verspachtelt mit Epoxidharz, farblich angepasst, vielleicht noch Gesteinsmaterial eingebracht, also sehr viel Aufwand betrieben. Und dann nach ein paar Monaten sind sie eben dann vergilbt und man sieht sie, ja, die Optik ist entsprechend bescheiden. Ja, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ein anderes Beispiel haben wir hier. Auch hier gab es eine große Reparatur bei einem älteren Brunnen. Auch hier wurde sehr viel mit Gesteinsgranulat gearbeitet, passend eingefärbt. Hier wurden Strukturen vom Naturstein sogar nachgebildet. Sieht wunderbar aus. Und nach einigen Monaten oder nach vielleicht ein, zwei Jahren maximal sieht es dann entsprechend ja, gelb aus. Also da war diese ganze Arbeit, die man sich im Vorfeld geleistet hat, dann natürlich für die Katz. Halten tut's, aber aussehen tut es natürlich nicht so. Nicht so toll. Und deswegen, dafür hatte man eine Lösung gebraucht und die war gefunden Anfang der 2010er Jahre eben mit den Everclear-Systemen. Einfach nochmal zu zeigen, was diese Systeme können. Wir sehen hier mal ein Epoxidharz, Standard-Epoxidharz. Die sind natürlich durchaus klar und transparent am Anfang. Wenn man die dann im UV-Licht aussetzt, ja, hier über 500 Stunden in einem sogenannten QUV-Test, das sind Bewitterungstestanlagen, wo eben solche Harze, Sonnenlicht, Feuchtigkeit etc. ausgesetzt werden. Und hier kann man davon ausgehen, dass ungefähr 500 Stunden circa 2 bis 3 Jahre normaler mitteleuropäischer Witterung entsprechen. Das heißt, nach 2, 3 Jahren schaut der Giesling entsprechend so aus. Beim Polyesterharz ist es ähnlich. Die sind manchmal von Haus aus schon ein bisschen gelb und die gehen dann schon fast ins bräunlich-gelbe. Also auch da nach 500 Stunden eine massive Veränderung. Ganz anders bei dem Everclear 510 hier. Da haben wir sogar 1500 Stunden mal getestet, als diese Fotos gemacht wurden. Also das entspricht jetzt schon fast 7 bis 10 Jahren, die es hier der Witterung ausgesetzt war. Und man sieht praktisch, es hat sich nicht verändert. Diese Tests laufen auch weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon, ich weiß nicht, bei wie viel 1000 Stunden und da tut sich nichts. Also das ist eben die Qualität von diesen UV-stabilen PUR-Systemen, die auch noch Naturstein geeignet sind. Ja, welche Vertreter haben wir da und für was brauche ich sie? Also wir haben da einmal den Everclear 505, das ist die flüssige Variante, also ein klassischer, sage ich mal, ein klassisches Resinierharz, das ich eben zum Löcher- und Rissefüllen verwenden kann, auf Ummastafeln, auf Tischen, auf Platten, wo ich eben kleinste Löcher und Risse füllen möchte, danach schleifen und polieren möchte, ohne dass ich eben diese Füllungen im Nachgang irgendwann sehen werde. Ja, gleichzeitig ist es natürlich witterungsbeständig, der Kleber vergilbungsfrei und hier noch ein wichtiger Punkt, keine Randzonenverfärbung. Das ist auch immer so eine Sache mit kristallinen weißen Marmorarten. Wenn ich dann klassisches Epoxidharz verwendet habe für die Rissfüllung, dann hat es eben so eine Art Randzonenverfärbung. Im Englischen sagt man immer Bleeding, also es ist in die Seiten eingeblutet, diese Epoxidharze und haben dann eben dunkle Schatten neben den Rissen verursacht. Und das passiert eben auch mit diesen Everclear-Produkten nicht. Das heißt, die Füllung, die ich mache, die bleibt in dem Riss oder im Loch und es gibt keinen dunklen Schatten, der irgendwie mir um die Schadstelle zu sehen kommt. Gut, wo ist das wichtig? Hier haben wir nochmal eine Bewitterung
von einem Kunden von uns. Das ist in Brasilien, das ist ein großer Quarzithersteller. Der hat hier entsprechende Systeme getestet in einer Freibewitterungsanlage und man sieht hier schon sehr schön, wie schnell andere Produkte zum Vergilben neigen. Und da ist eben der große Unterschied zwischen einem vergilbungsarmen Produkt und wirklich einem vergilbungsfreien, wie diesem Everclear 505. Wir sehen hier, der Stein, so weiß wie er ist, so bleibt er auch, obwohl ich hier wirklich Harz aufgebracht habe, in Löcher gefüllt habe, Risse gefüllt habe. Also hier sehe ich nichts und im unteren Bereich sieht man entsprechend die Vergilbung. Ja, jetzt sagt man natürlich, klar, solche Beschichtungen kommen ja selten vor, aber man darf es nicht täuschen, diese Harze ziehen ja nicht nur in Löcher und Risse ein, sondern ins komplette Kapillargefüge vom Stein, oftmals auch um zu stärken und zu verfestigen. Und wenn ich da natürlich ein System habe oder ein Epoxidharz, was mir über die Zeit vergilbt, kann ich so einen Effekt haben. Ich habe hier einen Quarzit, der hier als Küche verwendet wurde und hier eine große Fensterbank, ja, die teilweise innen liegt und teilweise außen. Ich sehe hier diese Schienen und darauf laufen mir hier immer meine Fenster, die ich hier hin und her schieben kann. Und man sieht ganz deutlich, wo die Fenster geschlossen waren, ist nichts passiert. Und im Außenbereich hat sich der Stein natürlich deutlich verändert. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, das ist ja organische Verschmutzung oder Rost. Haben wir auch erst gedacht, ist es aber nicht. Also es ist nichts zum Abreinigen, das ist wirklich im Stein drin. Das ist das Epoxidharz, was hier genommen wurde, um die Oberfläche zu vergüten, um zu resinieren, um praktisch hier die Oberfläche dichter zu machen, polierfähiger zu machen, kleinste Löcher und Risse zu schließen. Und dann sieht man sehr schön, ja, im Innenbereich, wenn die Fenster geschlossen sind, kommt die UV-Strahlung nicht rein, wird abgefangen. Und im Außenbereich habe ich meine entsprechende Vergilbung. Also das ist so ein Einsatz für ein Everclear 505. Das ist eben so diese neue Klebetechniken, diese UV-stabilen, die wir jetzt ja im Portfolio haben seit einigen Jahren. Das waren jetzt flüssige Systeme. Ich möchte natürlich nicht bloß irgendwelche Platten resinieren, sondern ich möchte auch verkleben, konstruktiv vielleicht, oder größere Löcher spachteln, restaurieren, modellieren. Dafür brauche ich dann gelartige Systeme oder pastöse Systeme. Und ein Beispiel ist unser Everclear 510. Der ist eben gelartig, transparent. Und ein Vorteil von diesem Everclear 510, beziehungsweise auch vom 505, das werde ich auch gleich nochmal zeigen, der ist perfekt einfärbbar mit unseren Akemi-Spektrumpasten. Und das ist natürlich nochmal ein Pluspunkt, was diese Systeme haben. Weil sie so klar sind in der Eigenfarbe, so ein helles eigenes Harz haben, kann ich die natürlich perfekt einfärben mit unseren Color Charts. Das heißt, ich halte meinen Farbfächer hin, ich zeige es jetzt auch gleich nochmal, wähle meine Farbe aus und ich weiß, wenn ich meine Spectrum Paste nehme, bekomme ich genau diesen Farbton im Kleber und vor allem meine Verklebung oder meine Spachtelung oder meine Verkittung bleibt auch so. Ja, also da verändert sich nichts mehr und ich brauche nicht mehr groß anfangen, Farben zu mischen. Und ich denke, das zeige ich jetzt einfach mal. So, hier haben wir den Everclear 505, die flüssige Variante. Hier haben wir den 510er, die gelartige Variante. Otello, fangen wir mit dem 505er an, oder? Ja, wenn Ja, 505, okay. ja, genau. Gut. Dann machen wir es so. Also einmal, warum brauche ich den zum Spachteln? Ich zeige hier mal eine Platte. Die hat hier, ich hoffe, man sieht es im Licht. Genau, man sieht es jetzt hier. Also hier hat sie Löcher, Fehlstellen. Die müssen verkittet, verspachtelt werden. Es ist ein sehr helles Material. Wenn ich den jetzt mit einem Epoxidharz spachteln würde oder füllen würde, farblich anpassen vielleicht, sehe ich natürlich nichts erstmal, kann ich unsichtbar hinbekommen. Kommt es in den Außenbereich, wird es mir nach ein paar Monaten gelb zum Vorschein kommen, möchte ich nicht. Hier haben wir vier Spachtelungen mit unserem Everclear 505 gemacht. Die sind sogar so gut, dass ich sie eigentlich jetzt gar nicht mehr sehe. Deswegen haben wir uns so eine Hilfsfolie hier gemacht, wo eben Fehlstellen waren, offen noch. Und hier sind die gefüllten Löcher. Ich kann es jetzt nochmal zeigen. Also ich weiß nicht, selbst im Licht sieht man es nicht. Also selbst der Glanz ist derselbe. Hier ist nochmal eine. Ich kann es nochmal probieren, ob man es irgendwie erkennt. Also sie sind praktisch unsichtbar und der Vorteil ist, die bleiben auch so. Dieses Stück war schon in der Bewitterung. Also das wurde schon UV- und Sonnenstrahlen ausgesetzt. Und man sieht praktisch nichts. Und das ist eben der Vorteil vom Everclear 505. Jetzt ist es so, jetzt habe ich aber vielleicht nicht bloß helle, wo ich ihn vielleicht transparent verwende, sondern ich habe hier einen
farbigen Stein, farbigen Kalkstein, farbigen Marmor, farbiger Granit und möchte hier farblich zum Beispiel, ich habe jetzt hier Löcher, möchte die farblich spachteln, farblich füllen und möchte das dann vielleicht später auch im Außenbereich bringen, weil es eine Terrassenplatten wird, weil es eine Outdoor-Küche wird, weil es Tisch wird für einen Café. Und deswegen möchte ich nicht, dass meine Spachtelungen sichtbar werden. Dann nehme ich natürlich unseren Everclear 505. Ich habe den hier, der Otello mir den schon mal ein bisschen was abgefüllt. Und hier sieht man auch, wie schön hell das Harz ist. Also das hat selber praktisch keine Eigenfarbe. Und deswegen nimmt es auch jeden Farbton sofort an. Und normalerweise müsste ich jetzt bei so einem Beige-Ton, müsste ich jetzt anfangen, ein bisschen braun, ein bisschen weiß, ein bisschen beige, wenn ich schon eine Vorbeige-Farbe habe. Aber das passt mir nie genau. Also ich bin sehr lang beschäftigt mit dem Farbanpassen. Dafür haben wir jetzt hier unseren Farbfächer mit über 50 Farben. Und ich schaue jetzt einfach mal, welcher von meinen Farbfächern hier denn am besten passt von meiner Farbauswahl. Und dann bin ich hier beim 70-50. Ihr seht ihn eigentlich schon gar nicht mehr. Das heißt, dieser Farbton auf unserem Fächer passt hier perfekt zum Stein. Ja, also er geht praktisch unter. Habe ich meine Spektrum Paste in 70-50, nehme einfach einen Klecks rein und habe schon meinen perfekten Farbton. Also so einfach geht's. Ich zeige es auch gleich, wie schnell der Everclear die Farbe annimmt. Genau. Danke, Otello. So, jetzt fange ich an zu mischen und bin praktisch schon bei meiner perfekten Farbe. Ja, also der Farbton passt jetzt schon perfekt. Und der Vorteil ist jetzt eben bei dem Everclear, weil er so transparent ist und so klar in der Eigenfarbe, wenn ich jetzt die B-Komponente dazu tue, sehe ich keinen Unterschied. Jetzt habe ich hier ein bisschen gekleckst. Dann nimmt man einfach unseren Reiniger I, ja, und geht nochmal drüber und kann den im flüssigen Zustand wunderbar entfernen. So, aber wir möchten jetzt hier was füllen. Deswegen brauche ich natürlich meine B-Komponente. Und das ist das einzig Wichtige, was ich hier zu beachten gebe. Diese Everclear-Systeme sind wunderbar klar. Sie sind perfekt mit dem Spectrum Paste einfärbbar und sehr schnell einfärbbar. Und sie bleiben UV-stabil. Das heißt, die Füllung bleibt so, wie ich sie mache, auch in Jahren. Aber ich muss aufs richtige Mischungsverhältnis achten. Und hier deswegen bitte immer eine Waage verwenden, dass ich A und B perfekt mische. In dem Fall ist es bei der flüssigen Variante ein 4:3-System. Das heißt, Tello hat mir hier 40 Gramm vorgelegt. Das heißt, von der B-Komponente gebe ich jetzt 30 dazu. Ihr seht auch hier, wie klar das Harz ist. So, jetzt haben wir hier 30 Gramm B. Und wenn ich jetzt anfange zu mischen, seht ihr, dass hier praktisch sich nichts ändert. Also durch die Zugabe der B-Komponente ändert sich mein Farbton nicht. Ja, natürlich muss ich deswegen trotzdem gut mischen, dass eben alle A- und B-Komponenten miteinander sich berührt haben, um hier wirklich dann eine ordentliche Reaktion auszulösen. Und wenn ich jetzt dann nochmal rübergehe, Otello, jetzt mache ich tatsächlich mal bewusst einen Klecks drauf, dann sieht man schon, wenn ich jetzt hier einen Riss hätte oder ein Löchle und gibt es drauf, ja, dass dieser Farbton sich praktisch perfekt im Untergrund angepasst hat. Ja. So, und jetzt, wenn ich das jetzt noch ein bisschen flacher mache, weil es natürlich schon ein sehr großer Klecks ist, aber wenn ich den jetzt noch ein bisschen glätte, dann ist er praktisch schon fast verschwunden. Ja, wenn ich hier so ein Loch füllen will oder einen Riss füllen will. So einfach war jetzt eine Farbanpassung beim flüssigen System. Also gressiniert, kleine Löcher gefüllt, ich möchte was spachteln, möchte es farbecht spachteln, kleinste Löcher füllen oder Risse. Dafür ist eben dieses 505 perfekt geeignet. Und jetzt komme ich zum Everclear 510. Das ist praktisch jetzt die gelartige Variante. Auch hier, ihr seht, wunderbar klares Harz. Ja, sehr schön hell, transparent. Ich bezeichne es fast immer wie so ein flüssiges Glas oder gelartiges Glas, wenn ich das mir hier rausnehme. Ja, ist leicht opak, aber die Eigenfarbe ist, gibt keine Eigenfarbe, ist transparent. Und jetzt zeige ich nochmal, wie schnell man hier mit den Farbanpassungen unterwegs sein kann. Ich habe hier jetzt einen Stein, der unterschiedlich, deutlich unterschiedliche Farben hat.
Normalerweise müsste ich jetzt immer anfangen, hier, ich möchte hier, habe hier eine Fehlstelle, müsste viel färben, immer wieder hinhalten, passt denn meine Farbe? So gehe ich jetzt einfach nur mit meinem Farbfächer drauf, ja, und sehe, wann passt denn mein Farbton? Das wird wahrscheinlich irgendein Cremeton sein. Schau mal. Ja, ich denke, der kommt schon relativ gut hin. Ja, dieser Creme 1680. Man sieht praktisch nichts mehr. Ja, also den würde ich jetzt nehmen für diese Verklebung oder wenn ich jetzt hier was verkleben oder spachteln möchte. Auch hier hat mir Otello schon was vorgefärbt. Also 1680 nehme ich mal hier. Und wenn ich sage, hier gehe ich weiter, normalerweise, wenn man jetzt anfängt zu mischen, macht man sich den Aufwand nicht, hier ebenfalls zu mischen, sondern man nimmt den Farbe von hier und dann sieht es halt entsprechend aus. Aber ich kann hier natürlich nochmal arbeiten und gehe jetzt hier mit meinem Beige drauf und sage dann, okay, ich nehme jetzt hier den 17, Moment, schau mal, wahrscheinlich 1750 müsste fast passen, oder? Da bin ich, ja, grob, also der 1715, sagt der Kollege gerade, passt besser. Oh ja, der ist besser. Genau, also der geht fast unter. Ja, also 1715 ist meine Farbwahl. Haben wir hier. Und hat Otello mir nochmal was vorbereitet. Ja, und jetzt werde ich einfach mal beide einfärben. Stell den hier drauf, stell den hier drauf, gib hier einen Klecks 1715 rein und habe schon meinen perfekten Kleberfarbe. Johannes, zwei Fragen, die Jawohl. Aufgekommen sind. Einmal, kann ich den Everclear 510 mit dem 505er mischen, um es etwas flüssiger zu machen? Und die zweite Frage ist, kann ich bei den beiden Produkten auch Steingemenge dazu fügen? Okay, Moment, ja, einmal, also ja zu beiden, aber da muss ich noch mal kurz ein bisschen ausholen beim Vermischen. Also, jetzt setze ich erstmal die Farbe an. Ich beantworte die Fragen gleich. Ihr seht, auch hier habe ich sofort den richtigen Ton getroffen und bin hier eigentlich schon fertig mit der richtigen Farbe. Und auch hier fange ich jetzt an zu mischen und hätte jetzt auch schon meine perfekte Farbe. Ja, jetzt gehe ich beides mal rüber und gebe eben meine B-Komponente dazu. Hier ist die B-Komponente in einer Tube. Macht es natürlich einfacher zu dosieren, weil ich wirklich hier punktuell arbeiten kann. 30 Gramm, sagst du, Otello? So, einmal. Hier auch. Also immer bitte bei diesen Produkten mit der Waage arbeiten. So. Gut, und wenn ich jetzt vermische, also dann komme ich gleich nochmal zu den Fragen. Jetzt habe ich hier vermischt und ihr seht, auch hier ändert sich die Farbe nicht mehr. Das heißt, ich habe mit der A-Komponente eingefärbt, habe alle Zeit der Welt, falls es doch nicht passen sollte. Ja, aber mit dem Farbfächer bin ich ja wirklich trotzdem sehr, sehr schnell. Also habe hier eingefärbt, Farbe passt, kann jetzt anfangen, hier zu verkleben oder Löcher zu füllen. Dasselbe seht ihr hier. Ich habe hier noch die B-Komponente, die ist natürlich jetzt noch ein bisschen heller. Transparent hat die Farbe noch nicht angenommen. Wenn ich jetzt anfange zu mischen, habe ich sofort den Farbton und kann jetzt hier entsprechend mein Loch spachteln, meinen Stein verkleben, weil die Farbe schon perfekt passt. Gut, jetzt nochmal schnell zu den Fragen. Also, Gesteinsgranulat, ja, bitte vorher A und B zusammenmischen. Ja, vermischt A und B, macht so wie ich jetzt, macht eure Farbe schon fertig, dass es passt. Und jetzt könnt ihr Gesteinsgranulat reinhauen, so viel wie ihr wollt, oder Gesteinspulver, Gesteinsmehl, macht überhaupt nichts. Aber vermischt vorher ordentlich, dass wirklich A und B-Komponenten zusammengekommen sind. Dann bin ich mir sicher, dass ich auch einen ordentlichen Verbund später habe. Wenn ich jetzt erst in die A-Komponente Stein mit rein tue, Gesteinsgranulat, dann später B noch dazu und das dann noch vermischen möchte ordentlich. Da gibt es immer Bereiche, die nicht ordentlich vermengt sind und dann habe ich später Probleme bei der Aushärtung. Deswegen A und B vermischen plus Farbe, dann Gesteinsgranulat rein. So, wenn man jetzt sagt, flüssig ist gut, gelförmig ist auch gut, aber ich brauche irgendwas dazwischen, ja, so, ja, wie nennt man es denn? Halbflüssig, halbgelartig,
Ja, also ich brauche irgendwie eine von der Konsistenz dazwischen. Man kann es jetzt nicht einfach sagen, man macht A und A zusammen und macht B und B zusammen. So funktioniert es nicht, weil wir haben hier ein 1 zu 1 Mischungsverhältnis und hier haben wir ein 4 zu 3 Mischungsverhältnis. Also das funktioniert so nicht. Das heißt, in dem Fall müsst ihr erst euch einen Ansatz von A und von 505er machen. Ihr mischt jetzt, sage ich mal, ihr braucht 40 Gramm oder sowas, dann mischt ihr euch 40 Gramm A und B zusammen an, mischt es ordentlich durch. Dasselbe macht ihr mit dem Gelartigen, mischt es ordentlich durch und bringt dann beide zusammen, vermengt es nochmal und dann seid ihr sicher, dass ihr da auch ein gutes Mischungsverhältnis habt und dann halt eure ja, Semi-Liquid, halbflüssige Viskosität eingestellt hat. Also das geht, muss man halt ein bisschen zügig arbeiten, weil sobald ich A und B zusammenmische, geht die Reaktion los. Das heißt, das ist halt wirklich was für einen Profi, der sagt, der arbeitet da wirklich oft damit und er braucht wirklich gerade eine Konsistenz genau dazwischen, weil der Riss vielleicht ein bisschen größer ist. Ich möchte ihn trotzdem halbflüssig füllen und nicht einspachteln oder sowas. Also gibt es unterschiedliche Anwendungen, wo man das vielleicht brauchen könnte. Aber da bitte immer eine Mischung davon ansetzen, eine Mischung davon ansetzen, dann zusammen und dann könnt ihr eigentlich loslegen. Otello, noch Fragen dazu? Keine Fragen, sagt er. Gut, dann haben wir immer gesprochen von Vergilbung. Bei dem Stein ist es jetzt vielleicht gar nicht so wichtig gewesen, die richtige Farbe zu treffen. Der ist eh schon gelb. Aber bei so hellen Materialien wie jetzt hier diesen weißen Marmor ist es natürlich umso wichtiger. Den zeige ich jetzt auch nochmal, weil darum geht es ja. Heute vergilbungsfrei spachteln und kleben, gerade bei extrem hellen Materialien. Ich habe hier diesen schönen Marmor, der auch ein bisschen geadert ist. Und hier gehe ich dann genauso vor. Ich möchte hier meinen Everclear einfärben, gehe mit meinem Farbfächer drauf, sage ich habe hier eine Fehlstelle oder ich möchte hier verkleben. Schau, welcher von meinen Weißtönen passt denn am besten. Und im Endeffekt ja den, den man gar nicht mehr sieht. Also den 1160 wäre das jetzt hier. Das ist ein hier, 1160 ist hier ausgewählt, der passt hier perfekt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt vielleicht hier ein bisschen diese grauen Ader füllen oder ich habe meine Fehlstelle oder Verklebung gerade da, dann wäre ich wahrscheinlich eher hier bei einem von unseren hellgrauen Tönen. Ja, also wahrscheinlich eher hier oder vielleicht sogar da hinten. Wahrscheinlich eher hier. Genau. Aber wir machen jetzt mal das Weiße. Ich habe hier meinen 1160. Gib wieder einen Klecks rein. So, braucht er auch nicht viel. Der nimmt sofort die Farbe an. Fang an zu mischen und das Spiel ist eigentlich dasselbe wie gerade eben. Ich habe sofort meine richtige Farbe und könnte verkleben. Mach die B-Komponente dazu und leg los. So, Otello, Fragen zum Einfärben noch? Eine Frage ist noch aufgekommen, und zwar, wie viel Farbe kann ich maximal dazugeben? Gibt es überhaupt ein Limit? So war die Frage. Ja, es gibt immer ein Limit. Nee, also ist wichtig. Wir sagen, die Spectrum Paste können bei den Everclear-Produkten zu maximal 2% eingesetzt werden. Brauche ich aber in der Regel nie. Ja, ihr habt gesehen, wie klar das ist. Ihr habt gesehen, wie viel Tropfen ich da rein habe und habe eigentlich schon meine perfekte Farbe. Also mehr wie 2% nicht. Drunter ist alles möglich. Normalerweise, ich würde sagen, zwischen einem halben und 1% reicht vollkommen, um meinen Farbton so zu generieren, wie ich möchte. Man kann nichts falsch machen, ja, mit den Farben, weil ich habe jetzt hier zwei Steine, die ich jetzt dann verklebe miteinander, weil das große Teil möchte ich nicht verkleben. So. Genau. Ja, das ist das aus einem ähnlichen Material. Hier möchte ich dann jetzt diese zwei Teile verkleben. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, man kann nichts falsch machen, weil der Farbton habe ich durch den Farbfächer sofort getroffen. Ja, also ich habe mein 1160 ausgewählt, das 1160 passt. Ich kann jetzt nur noch spielen mit der Intensität der Farbe. Möchte ich ein bisschen transluzenter oder möchte ich es wirklich satt haben? Ja, aber der Ton, der Farbton an sich bleibt gleich. Und deswegen ist da kann man nichts falsch machen. Ja, man macht seinen Klecks rein. Wenn man ein bisschen zu wenig hat, schaut man noch, oh, ist noch ein bisschen transluzent, scheint noch ein bisschen zu. Dann gebe ich halt noch einen Schuss rein. Also
Falsch machen gibt es nichts. Bisschen bitte nicht über 2%, weil sonst ist es einfach vom Einbinden in dieses Polymersystem ein bisschen ein Problem. Aber wenn man bis zu 2% ist, hat man überhaupt kein Problem. Und dadurch, dass es wirklich so ein helles, klares Harz ist, ich brauche es nicht. Also ich glaube, ich bin mit dem Prozent immer dabei, dass ich den perfekten Farbton treffe. So, jetzt verklebe ich. Und beim Kleben gibt es ein paar Sachen zu beachten. Generell bei allen Klebungen sagen wir, Klebeflächen sauber, staubfrei, trocken sein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die jetzt hier eingefettet oder mit meinen Fettfingern drauf gelangt, dann gehe ich einfach nochmal mit unserem Reiniger I drüber, mache sauber, entfette es. Trocken müssen sie sein. Es ist besonders wichtig bei Polyurethansystemen, die vertragen während der Aushärtung kein Wasser. Danach ist es egal. Aber bitte nicht den Stein auch nicht bloß ein bisschen abblasen, ja, wenn der irgendwie aus der Säge kommt und der Wasser aufgesaugt hat. Der muss wirklich komplett trocken sein, dann habe ich auch eine perfekte Verklebung. Ich weiß, die Epoxidharze, die vertragen ein bisschen Restfeuchte, aber dafür vergilben sie. Ne? Also irgendein Tod muss man sterben. Wenn man möchte, dass man eben vergilbungsfrei helle Steine verkleben möchte, dann bitte auch darauf achten, dass die trocken sind. Ein Tipp noch, das betrifft auch alle Klebstoffe, das ist jetzt nicht Everclear exklusiv, streicht das Haar den Kleber nicht immer nur auf eine Seite, sondern streicht ihn immer auf beide Seiten. Wir haben Versuche gemacht, Auszugsversuche. Man erhält wirklich nochmal deutlich eine bessere Haftung, wenn man auf beiden Seiten des Substrats Kleber aufbringt, dann verpresst. Ja, dann kann ich trage es lieber zweimal dünn auf und verpresse es dann, habe ich trotzdem eine bessere Haftung, wie wenn ich auf einer Seite viel aufbringe. Und ihr seht schon, die Verklebung ist praktisch jetzt schon unsichtbar, obwohl ich jetzt noch einen ganz guten Wulz drauf habe. Den glätte ich jetzt noch ab, aber dann später, da brauche ich gar nicht mehr groß viel nacharbeiten. Es ist praktisch jetzt schon unsichtbar, wenn ich es richtig sehe in der Kamera. Genau. Gut, also das war's schon. Ja, jetzt würde ich das noch abschleifen dann später, wenn es ausgehärtet ist, und dann hätte ich praktisch eine unsichtbare Verklebung, die so bleibt. Also da vergilbt nichts mehr. Soweit zu den Everclear-Produkten, also neue Trends mit diesen weißen, hellen Materialien, perfekt einzufärben, schnell einzufärben mit diesen Farbfächern. Man hält es einfach nur hin, schaut, welche Farbe brauche ich, nimmt sie aus dem Spectrum-Paste-Koffer, gibt 2 Tropfen dazu und schon habe ich die richtige Farbe für meine Verklebung, Verkittung, und ich kann im Außenbereich wirklich UV-stabil so arbeiten. Schönes System. Fragen dazu noch, Otello, oder gehen wir weiter? Wir können weitermachen, ja. Gut. So. Ja, nochmal ein Anwendungsbeispiel. Das ist klassisch Grabmäler, weiße Grabmäler aus Lasermarmor war das, glaube ich, hier. Auch hier, sage ich mal, der Nachhaltigkeitsgedanke hat Einzug erhalten. Früher wurden diese Kreuze einfach ausgetauscht, wenn da irgendwie Fehlstellen waren oder wenn sie alt geworden sind, zertrümmert, neue angeschafft. Mittlerweile geht man auch dahin, solche Fehlstellen eben vor Ort zu spachteln, zu reparieren. Und gerade bei solchen weißen Materialien bietet sich halt einfach an, dann den Everclear 510 zu verwenden, den farblich einzupassen und dann eben entsprechend die Klebestellen zu füllen. Und nach dem Aushärten abzuschleifen, einzuschleifen, und man sieht eigentlich danach nichts mehr. Und das Schöne ist, es bleibt tatsächlich so. Also wirklich, hier habe ich keinerlei Veränderung mehr im System. Jede meine Spachtelung, jede meine Verklebung bleibt so, wie sie war. Ja, jetzt haben wir noch den letzten Vertreter von der Everclear-Serie und dann sind wir auch schon zu Ende. Den Everclear 300. Und der ist eben genauso UV-beständig, witterungsstabil und vergilbungsfrei. Aber der ist vorgefärbt und ein gefülltes System und damit habe ich ein paar mehr Eigenschaften. Und zwar, der hat eine extrem schnelle Aushärtezeit. Hier bin ich nach 2 bis 3 Stunden komplett fertig. Ja, der ist hart ausgehärtet. Ich kann schleifen, polieren, nacharbeiten. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil, wenn ich im Außenbereich was Verklebungen durchführe. Ich muss nicht zweimal auf die Baustelle fahren, wenn ich jetzt irgendwo vor Ort was verkleben möchte und nicht in der Werkstatt. Mit Epoxidharzen, ja, wir wissen, 12, 16, 18 Stunden Aushärtezeiten, da bin ich in der Regel immer nochmal hingefahren, also am nächsten Tag, und habe Nacharbeitungen gemacht. Hier verklebe ich es vormittags, nachmittags, nach dem Mittagessen kann ich direkt verschleifen und polieren.
Vorteil ist noch, dass eben diese Kleber, der ist auch noch eingefärbt in 13 Farben. Auch hier haben wir unsere Farbcodes, auch wie auf unserem Farbfächer. Das heißt, hier kann ich auch meinen Farbfächer hinhalten, kann sagen, Mensch, ich habe ein weißes Material, der 1130 passt. Dann nehme ich mir meine Kartusche, muss nicht mal mehr händisch färben und kann direkt aus der Kartusche arbeiten, wenn ich jetzt größere Verklebungen machen möchte. Und wo es vielleicht auch, wo ich auf die Geschwindigkeit ankomme, Gärungsverklebungen zum Beispiel. Oder wie in diesem Projekt, wo es um Verspachtelungen von Fugen ging. Und zwar, das ist die Sheikh Zayed Moschee in Abu Dhabi. Wir haben über 15.000 Quadratmeter Mosaike. Also das sind kleinste Mosaike, die ihr hier seht. Und die sind über die Jahre vergilbt, also beziehungsweise die Fugen oder Verklebungen sind vergilbt. Ich weiß nicht, was damals eingesetzt wurde. Polyester, Epoxidharze, irgendein System, was nicht passend war. Und es hat einfach nach 10, 12 Jahren entsprechend ausgesehen. Jetzt haben die dann einen riesen Aufwand betrieben, diese Fugen wieder aufzudremeln, aufzufräsen. Millionen von Fugen. Und die wurden dann entsprechend mit unserem Everclear 300 gefüllt. Man sieht es hier. Da natürlich nicht aus Kartusche. Da wurde im Eimer gearbeitet und dann wurden diese Fugen praktisch flächig verspachtelt und dann wurde dieser gesamte Belag überschliffen, poliert und man sieht hier eine wunderbare Optik. Alle Fugen sind zu weiß und bleiben auch so. Also einfach nochmal hier vorher, nachher. Entsprechend ist das Bild und das ist so eine Anwendung, wo dieser Everclear 300 optimal seine Stärken ausspielen kann. Wo ist jetzt hier wieder der Trend hin zu privaten Bauprojekten? Klar, so eine Moschee hat nicht jeder im Garten stehen. Wo kann ich das bei uns einsetzen? Klebstoffe dann eben eher im Naturstein und in der Keramikverklebung und zwar da dann in wirklich in diesen Outdoor-Küchen. Der Trend ist einfach da immer mehr hingegangen, dass ich sage, es wird auch wärmer in Deutschland. Ja, ich kann den Sommer besser nutzen. Ich möchte meine Zucchini nicht bloß innen schnibbeln, sondern vielleicht jetzt auch außen und dann direkt auf meinen Grill schmeißen. Und dann haben wir hier wirklich diesen Trend erlebt in den letzten Jahren hin zu Outdoor-Küchen. Und da kamen eben klassisch eben diese Großkeramiken zum Einsatz. Helle Materialien, beige, weiß und hier all diese Gärungsverklebungen um die Waschtische rum, um den Grill rum, der hier später der Gasgrill eingesetzt wird, die Materialien selber miteinander, das wurde alles verklebt und da will ich natürlich, dass mir meine Klebung nicht irgendwann vergilbt oder zum Sehen kommt, zum Erscheinen kommt und da ist dann dieser Everclear 300 optimal geeignet, um solche Objekte dann eben vergilbungsfrei, aber trotzdem witterungsstabil zu verkleben. Gut, gibt es jetzt da Fragen noch dazu, Otello? Keine weiteren Fragen. Ja, dann sind wir am Ende von unserem Webinar. Vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich trotz Sommerpause, Ferienzeit zugeschaltet habt. Ein paar Ankündigungen noch. Wir haben wieder zwei Webinare noch dieses Jahr. Einmal Ende Oktober, elastisches Verkleben. Warum Oktober? Normal sind wir im Zwei-Monats-Rhythmus, aber Ende September haben wir ja unsere Verona-Messe dieses Jahr wieder. Und da hoffe ich, dass wir euch auch wieder alle sehr zahlreich sehen. Und die ist eben Ende September. Diesmal aufpassen, nicht von Mittwoch bis Samstag, sondern von Dienstag bis Freitag schon. Das heißt, nicht mit einem Urlaubstrip zum Gardasee verwechseln. Da steht man nämlich am Samstag dann vor geschlossenen Türen und kann nur noch beim Abbauen der Stände zusehen. Deswegen Dienstag bis Freitag. Ich freue mich auf euch. Letzte Septemberwoche Verona-Messe. Und deswegen Ende Oktober elastisches Verkleben. Also da geht es noch ein bisschen weiter, wie jetzt unsere Vorführung mit dem MS-Klebedichtstoff. Das war ja ein Teil des elastischen Verklebens, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und da haben wir ein paar interessante Sachen für euch. Ich denke, das ist sehr interessant. Renovierung, Restaurierung von Böden dann Ende November, das letzte Webinar dieses Jahr. Auch da gibt es einige Tipps und Tricks und schöne Projekte, die wir euch da vorstellen möchten. Habt ihr ein Webinar verpasst? Schreibt uns an webinar@akemi.de oder wollt ihr es nochmal anschauen, bekommt ihr einen Zugangslink. Ansonsten alle anderen Fragen zu Produkten, Anwendungen, gerne auch unsere Telefonnummer hier unten eingeblendet oder an die info@akemi.de. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch in Verona und spätestens dann im Oktober bei unserem nächsten Webinar. Ciao.